to ignition. Servus Leute, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es ein neues Pfeifen-Review. Heute geht es um die Shishaya The Rock. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Review. So, da sind wir wieder mit dem Review zur Shishaya The Rock. Benannt übrigens nach Dwayne The Rock Johnson. Die erste männliche Shisha in der Shishaya-Reihe, die Kylie und die Taylor, waren ja eher an weibliche Formen, also eher runder und so angelehnt. Und die The Rock mit ihrer relativ kantigen Base ist eher an einen Männerkörper angelehnt. Schaut euch gerne mal das Interview, das ich mit dem Tim geführt habe, dem ja, Geschäftsführer, Gründer und Kopf hinter Shishaya an, verlinke ich euch mal hier oben. Da habe ich ausführlich fast eine Dreiviertelstunde mit Tim über Shishayas generell gequatscht und auch allgemeine Fragen zur Shisha-Szene und sowas gestellt. War auf jeden Fall mega interessant, macht euch den Kopf an, schaut mal vorbei, ich fand es auf jeden Fall mega nice. Aber heute die The Rock im Test. Ja, der Tim hat mir die mitgegeben, ich konnte jetzt eine Woche testen, muss die auch leider heute zurückgeben und schon mal vorweg, ich bin ziemlich traurig, dass die Pfeife nicht hier bleibt. Aber erstmal zum Preis, dem wichtigsten, wenn man sich die Pfeife zulegen möchte. Und das tut auch ein bisschen weh, weil es ist mit einer der teuersten Pfeifen, die ich so bei mir jemals hatte. Die kostet ohne Set, ja, also wirklich nur die Shisha, ohne Schlauch, ohne Schliffanschluss, ohne Kopfdichtung und Co. 285 Euro. Aber dafür bekommt ihr halt auch eine extrem geile Verarbeitung. Die Pfeife ist komplett aus V4A Edelstein, nicht einfach nur V2A Edelstein. Komplett lebensmittelecht. Die Gewinde laufen absolut wie Butter. Ich hatte nie eine stabilere Pfeife da. Also zum Beispiel auch die Shishaya Kaidi trage ich ja immer am Kohleteller rum. Und das mache ich sogar auch mit der The Rock, obwohl die so viel schwerer ist. Ich habe absolutes Vertrauen in die Pfeife. Keine Angst, dass da eventuell die Bowl sich irgendwie vom Gewinde der Base lösen könnte oder so. Da wackelt nichts, da ist kein Spaltmaß, es hakt kein Gewinde. Kann man aber auch für 285 Euro, denke ich, erwarten. Aber sie erfüllt auf jeden Fall vollkommen die Erwartungen und die Verarbeitung ist einfach absolute Perfektion. Und ich hatte, glaube ich, noch keine Pfeife da, die auch nur annähernd mithalten konnte. Abgesehen von der Kylie, die aber natürlich mit denselben Qualitätsstandards produziert wird. Kommen wir zum Rauchverhalten der The Rock. Und ich muss sagen, ich bin begeistert und zugleich ein wenig ehrfürchtig, weil einfach, es ist einfach so, als würdet ihr die perfekte Shisha haben. Also es ist nicht wirklich zu viel Durchzug, es ist nicht zu wenig Durchzug, es ist einfach unheimlich gut. Wir rauchen aktuell mit dem Diffusor noch zusätzlich bei, der eigentlich nicht im Paket mit drin ist. Aber man muss wirklich sagen, so wie das Set ist, so wie wir das jetzt da haben, ist es eigentlich wirklich perfekt. Also ihr habt wirklich ein butterweiches Raucherlebnis. Es ist nicht irgendein störendes Blubbern oder dass irgendwie der Rauch so leicht pulsierend rüberkommt. Es läuft wirklich unheimlich flüssig. Man sieht es auch, also es raucht sich einfach wie keine andere Pfeife. Es ist einfach wirklich schön smooth und auf jeden Fall keineswegs störend. Es ist nicht zu wenig Rauch, nicht zu wenig Durchzug und auch nicht zu viel Durchzug. Also es ist wirklich auf einem Niveau, wo man sagen kann, das ist wirklich perfekt. Wie Warren schon gesagt hat, das Rauchverhalten ist wirklich 1A. Ich habe ja im Moment, also ich habe die Kylie zu Hause und rauche eigentlich auch fast noch mit der Kylie. Und jetzt die Woche hatte ich, wie gesagt, die Rock da und habe mit der geraucht. Letztens haben wir aber wieder die Clyde ausgepackt, weil wir halt zu zweit an einer Pfeife rauchen wollten. Und das ist auch schon ein großer Kritikpunkt an der The Rock. Sie hat halt nur einen Schlauchanschluss. Aber man muss auch dazu wissen, dass die Pfeife eigentlich mehr oder weniger für Gastro, also für Bars und Co. konzipiert wurde. Und da wird ja meistens eh nur mit einem Schlauch geraucht. Also daher kam die Entscheidung. Aber Tim arbeitet auch an einer Pfeife, die man mit vier Schlauchanschlüssen rauchen kann und die auch dann von allen Schläuchen auspustbar ist, also entlüftbar ist. Seht ihr auch zum Beispiel in dem Video, das ich letztens mit dem Tim auf seinem Channel rausgehauen habe, falls ihr euch das nochmal anschauen wollt. Und ja, auf jeden Fall haben wir dann mit der Kleid geraucht und ich kann es relativ schwer oder schlecht beschreiben,
aber es fühlt sich bei anderen Pfeifen teilweise manchmal so an mittlerweile, als ob ich irgendwie Luft ziehen würde, als ob da keine direkte Verbindung zum Kopf ist. Und bei der Rock und auch bei der Kylie fühlt sich das einfach so direkt an. Ich weiß nicht, ob ihr genau versteht jetzt, wie ich das meine, aber ich wüsste auch nicht, wie ich das jetzt anders ausdrücken soll. Ich kann nur sagen, probiert mal irgendwo in einer Bar oder so eine Shishaya, dann wisst ihr vielleicht, was ich meine. Auf jeden Fall ist das Rauchverhalten absolut 1A, ja, ist absolut dicht auf jeden Fall. Die Gewinde laufen so butterweich ineinander, da zieht ihr auf jeden Fall keine Fremdluft. Und Durchzug finde ich auch super, ja, ist weder zu wenig noch zu viel, trifft eigentlich genau meinen Geschmack. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich kein Fan von absoluten Durchzugmonstern, also zum Beispiel die Ocean Euphoria oder so, haben mir teilweise ein bisschen zu krassen Durchzug. Wenn ihr auf richtig kranken Durchzug steht, dann ist die The Rock vielleicht eher nichts für euch. Aber ich finde auf jeden Fall, dass der Tim da das perfekte Level getroffen hat. Also mich hat er auf jeden Fall mit dem Durchzug mega abgeholt. Kommen wir zum Design der Pfeife und was soll man da Großes dran verlieren? Also es ist eigentlich meiner Meinung nach wunderschön. Also am Anfang, als ich die Pfeife das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, ja, muss ich real sehen. Also das erste Mal, wo ich die gesehen habe, war wirklich nur auf dem Bild oder mal kurz auf einem kleinen Video. Aber dann, als sie wirklich da war und ich dann einfach mit ihr geraucht habe, sie gesehen habe und so weiter, dachte ich mir so, scheiße, ist die hübsch. Also gerade mit diesem Bernsteinglas, also in dieser Variante, absolut geil. Also ich habe normalerweise immer so gedacht, so, ja gut, eine Base für mich persönlich muss clear sein. Bei der überhaupt nicht. Also ich meine, ich habe auch noch meine Octopus in so einem lila-schwarz, aber trotzdem war das immer so ein kleiner Kritikpunkt. Vielleicht würde ich doch lieber auf Clear umsteigen. Und bei der überhaupt nicht. Also sie ist einfach, sie wirkt einfach, sie sieht einfach super aus. Und gerade diese Farbkombination lässt einfach nichts zu wünschen übrig. Auch dieses Ausblasventil ist einfach hammergeil gemacht. Also als ich das so gesehen habe und so mitbekommen habe, dachte ich mir so, krass, wie funktioniert das? Und dann habe ich das halt so mal mitbekommen und auch gesehen und so weiter. Und dachte mir so, geiles System. Geiles Ausblassystem. Es ist eigentlich eher dafür gedacht, dass wenn ihr zum Beispiel in der Shisha-Bar sitzt und ihr jetzt entlüften würdet, dass ihr euch euren gegenüberliegenden Mann einfach nicht direkt in die Fresse bläst. Was eigentlich auch ziemlich cool ist, weil ich meine, jeder kennt, jeder sitzt mal in der Shisha-Bar. Der Kollege entlüftet die Shisha und auf einmal hat man den ganzen Rauch in der Fresse und denkt sich so, danke, Bro. Coole Sache auf jeden Fall, von daher wunderschönes Design mit einer ausgeklügelten Ausblasventil-Taktik, von daher gefällt es mir ziemlich gut und ja, perfekt. Ja, mir gefällt das Design auf jeden Fall, wenn die Pfeife so hier steht, extrem gut. Ich muss sagen, als ich sie das erste Mal auf Bildern gesehen habe, dachte ich mir so, boah, Alter, nicht geil. Gerade dieser kleine Hubbel in der Bowl, dachte ich mir auch so, nee, also sorry, gefällt mir gar nicht. Und die Rauchsäule ist mir auch ein bisschen zu dünn. Also wirklich, als ich die auf Bildern gesehen habe, hat die mich absolut nicht abgeholt. Und als ich sie dann in echt gesehen habe, hat sich das Blatt ganz schön gewendet, denn ich fand sie extrem schön. Die Bernstein Bowl, übrigens limitiert, wird wahrscheinlich bald kommen. Wenn ihr da Bock drauf habt, müsst ihr wahrscheinlich relativ schnell sein, weil die sind immer ziemlich fix weg beim Tim. Ja, also Bernstein sieht auf jeden Fall brutal gut aus. Ich habe die Pfeife auch schon mit einer Clear Bowl geraucht, muss aber sagen, gerade mit dem Ausblasventil kommt es deutlich geiler, wenn die Bowl noch eine Farbe hat, weil man den Rauch einfach noch deutlich geiler sieht. Apropos Ausblasventil, einfach mega geil. Also diese Entlüftung nach unten, kannst du gerade mal entlüften? Ihr seht es wahrscheinlich hinter euch, wir blenden euch natürlich auch die ganze Zeit was nebenbei ein. Sieht einfach mega geil aus, gerade wenn der Rauch dann so die Bowl runterläuft und sich dann über dem Tisch ausbreitet, hat schon einfach mega Stil. Ja, die Rauchsäule ist mir immer noch ein Ticken zu dünn. Ich würde die mir ein kleines bisschen dicker wünschen, weil einfach die Proportionen für mich nicht so ganz stimmen. Ich glaube, das ist sogar genau derselbe Durchmesser wie auch bei der Kylie und bei der Taylor, die ja deutlich kleiner gehalten sind oder deutlich schlanker gehalten sind. Also das würde ich mir vielleicht einen Ticken mehr Durchmesser würde ich mir da wünschen. Aber das ist eher so ein kleiner Punkt und ich glaube auch mit der einzige Punkt, den ich an der Pfeife bemängeln kann, also überhaupt. Und ich finde sie einfach mega schön, sie ist schlicht gehalten, was ich super geil finde. Die Base, dadurch, dass ihr das Ausblasventil unten habt und nicht an der Seite, ist halt mega clean. Mit dem Logo da noch drauf, kommt richtig, richtig gut. Und ja, auch der gebürstete Kohleteller oben, der übrigens komplett per Hand gebürstet wird, dass das Muster so richtig geil rauskommt, finde ich einfach übertrieben nice. Und alles in allem holt die Pfeife mich auf jeden Fall optisch ab. Kommen wir zum Fazit der Shishaya The Rock und ich muss sagen,
das einzige Problem, beziehungsweise den einzigen Mangel, beziehungsweise dass es nicht wirklich ein Mangel ist, es ist einfach für mich der Preis. Ich finde die Verarbeitung und Design wunderschön. Nur 285 Euro für eine Pfeife ohne jeglichen Zubehör tut ein bisschen weh, weil ich einfach denke, so ja, 285 Euro, ja gut, die Verarbeitung rechtfertigt das ziemlich gut, aber 285 Euro sind halt schon mal eine Stange an Geld. Also das ist nicht so eine leichte Anschaffung, die man jetzt einfach so mal tätigt, sondern man macht es eher überlegter. Aber vielleicht gerade deswegen, weil man es überlegter macht, hat man dann am Ende wirklich so eine Shisha zu Hause, die man sich mehr schätzt, die man dann auch des Öfteren einfach putzt und einfach pflegt, damit die einfach wirklich für immer so bleibt. Und gerade weil es halt V4AA Edelstahl ist, die wird einfach ewig halten. Also da muss man sich gar keine Gedanken machen. Trotzdem ist halt so der Preis so ein kleines Argument dagegen, dass ich sagen würde, ja gut, ich muss es mir halt ein bisschen länger überlegen. Aber trotzdem wunderschön und sehr geile Verarbeitung, Rauchverhalten ist top, von daher wunderschöne Pfeife. Bei mir ist es auf jeden Fall sehr ähnlich beim Fazit. Ich kann eigentlich nichts an dieser Pfeife bemängeln, außer manchmal würde ich mir mehr Schlauchanschlüsse wünschen, dass man doch mal zu zweit dran rauchen kann. Aber wie gesagt, arbeitet der Tim da bereits dran. Dann die Rauchsäule, die mir vielleicht ein Ticken zu dünn ist, aber auch da weiß ich, dass Tim schon am gucken ist, ob er vielleicht die Rauchsäule ein kleines bisschen dicker macht. Finde ich zum Beispiel auch extrem geil beim Tim, dass er echt auf das Community-Feedback eingeht. Zum Beispiel hat Tim ja auch genau diese Mundstücke hier rausgebracht, die unten das Anschlussstück hatten, das ein bisschen zugelaufen ist praktisch und oft abgerutscht ist. Und dann haben die Leute gesagt, Digga, das hält nicht ganz so geil, kannst du da was machen? Und ruckzuck hatte der Tim dann neue Anschlussstücke, die man einfach austauschen konnte und schon hält der Schlauch perfekt. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ja, so ist das auf jeden Fall auch bei seinen Pfeifen. Der Punkt, der aber am meisten wehtut, ist wirklich der Preis, weil 285 Euro für eine Pfeife ist auf jeden Fall schon sehr heftig. Aber ich muss auch dazu sagen, ich denke, das ist wirklich eine Endgame-Pfeife. Das ist sowas, dass sich jemand holt, der genau weiß, was er will, der genau diese Pfeife haben möchte. Und der bekommt halt auch einfach eine perfekt verarbeitete, eine perfekt konzipierte Pfeife mit einem coolen Feature, was echt nicht viele Pfeifen haben. Und von daher finde ich es auch schon wieder okay, weil das ist dann wahrscheinlich so eine der letzten Pfeifen, in Anführungsstrichen, die man sich kaufen müsste. Und dann ist das auch schon wieder gerechtfertigt, finde ich. Also für die 285 Euro bekommt ihr halt wirklich eine Pfeife, die euch einfach ewig hält. Also ich glaube, wenn ihr die nicht runterschmeißt, lebt ihr wahrscheinlich sogar länger als ein Mensch bei der Verarbeitung. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern bei gescheiter Pflege. Und ja, alles in allem eine teure, aber auch sehr, sehr geile und wundervoll verarbeitete und sehr schön aussehende Pfeife. Das war's dann mit unserem Review zu der The Rock von Shishaya. Leute, falls ihr eine Shishaya daheim habt oder mit dem Gedanken spielt, euch eine zu holen, lasst uns gerne mal einen Kommentar da. Vielleicht habt ihr auch noch Fragen zu Shishaya, könnt ihr natürlich auch gerne raushauen. Was ich nicht beantworten kann, schicke ich einfach weiter an Tim. Dann schickt er mir da die Antwort und dann habt ihr die auch. Ja, ansonsten hoffen wir, dass euch das Review gefallen hat. Wenn das so sein sollte, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG. Ciao.